Heiratsantrag nach Horrorcrash. Julia Jasmin Rühle ist verlobt. Hinter dem Tattoo-Model liegen einige harte Tage. Anfang Juli baut die ehemalige Berlin-Tag- und Nachtdarstellerin mit ihrem Porsche einen schweren Unfall auf der Autobahn. Die Brünette kommt mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und crasht mit dem Wagen in eine Leitplanke. Julia wird bei dem Unglück schwer verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Doch JJ hat einen Schutzengel und kommt mit einer Gehirnerschütterung davon. Wenige Tage später kommt es für die Berlinerin dann zu einem emotionalen Moment. Ihr Freund René geht an ihrem Geburtstag vor ihr auf die Knie und bittet sie, seine Frau zu werden. Stolz präsentiert Julia anschließend ihren Verlobungsring im Netz. Ich habe ja gesagt. Mein größter Traum ist in Erfüllung gegangen. Du bist die Liebe meines Lebens. Solange ich lebe, werde ich dich lieben bis zum letzten Atemzug. Mein Mann, mein Stolz. Das Stärkste an mir bist du. Ihre Fans sind hin und weg und überhäufen ihr Idol mit Glückwünschen. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Ihr gehört einfach zusammen. Und ich wünsche euch von Herzen, dass eure Liebe niemals vergeht. Freuen Sie sich. Auch der zukünftige Ehemann meldet sich nach dem Antrag zu Wort. Stolz schreibt er: Meine große Liebe hat mir heute um 0.00 Uhr ihr Ja-Wort gegeben. Ich bin der glücklichste Mann auf Erden. Julia und René durchleben zuletzt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Im Februar trennen sich die beiden nach mehreren Jahren Beziehung. Gegenüber Promiflash erklärt die 34-Jährige damals: Eine Trennung ist immer mit Schmerz verbunden, aber manchmal ist es besser, Abstand zu nehmen, wenn es zu dem aktuellen Zeitpunkt nicht zu ändern ist. Der Grund für das Liebesaus? Zu viele Streitereien. Die beiden wollen aber Freunde bleiben. Doch lange soll ihre Pause nicht dauern. Schon im April gibt zumindest JJ zu, wieder vergeben zu sein. Ja, ich bin wieder in festen Händen und glücklicher denn je. Die Auszeit, die endlose Geduld und jede einzelne Träne war es wert, um da anzukommen, wo ich jetzt bin. Dass es sich bei dem Glücklichen um ihren René handelt, verrät sie aber nicht. Nach dem Unfall der gebürtigen Russin deutet der Bodybuilder jedoch schon an, wie nah sie sich stehen. Zu einem Pärchenfoto der beiden schreibt er: Unser Liebeswalzer geht Gott sei Dank weiter. Mit dem Kniefall macht der Muskelberg es dann offiziell. Julia Jasmin ist die Liebe seines Lebens. Und nachdem sie dem Tod so knapp entkommt, soll sie für immer an seiner Seite bleiben.